Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von der Fontis Fenlo. Mein Name ist Marlena und ich bin Marketing-Management-Studentin jetzt im dritten Jahr. Und heute würde ich euch gerne ein paar der Gründe aufzählen, was so besonders an einem Studium in den Niederlanden ist, beziehungsweise inwiefern sich das Ganze auch zu dem deutschen Studiensystem unterscheidet und vor allem, was das Besondere an der Fontis ist. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und ich hoffe, dass ich damit auch ein paar eurer Fragen beantworten kann. Also, der für viele wahrscheinlich mit relevanteste Grund ist, dass das Studium an der Fontis komplett NC-frei ist. Ihr könnt bei uns alle Studiengänge mit mindestens einem Fachabitur studieren und eure Noten sind dabei, wie gesagt, vollkommen egal. Das hat natürlich auch ein bisschen den Hintergedanken, nur weil man ein schlechter Biologie-Schüler war, heißt es nicht, dass man schlecht in Logistik oder Informatik ist. Also jeder bekommt bei uns eine Chance mit mindestens einem Fachabitur und jeder wird auch genommen. Also wenn ihr euch einschreibt, dann werdet ihr auch definitiv genommen. Und dann läuft das bei uns an der Fontis so ab, dass das erste Jahr sozusagen eine Testphase ist. Und in dieser Testphase macht ihr euer Propadeutikum. Das Propadeutikum erhaltet ihr, wenn ihr alle 60 zu erreichenden Credits auch erreicht. Also alle Klausuren und Projekte besteht. Ihr müsst aber, um weitermachen zu dürfen, im ersten Jahr schon, das ist ein bisschen unterschiedlich von Studiengang zu Studiengang, 50 oder 52 Credits von diesen 60 Credits erreichen, um weiter studieren zu dürfen. Was für mich damals ein super wichtiger Punkt war, ist, dass die Fontis super einfach mit dem Auto zu erreichen ist. Also als ich damals angefangen habe zu studieren, war ich 17 und habe mich einfach auch noch nicht danach gefühlt auszuziehen. Und da war die Fontis halt eine super Möglichkeit, weil ich jetzt mit dem Auto fahre und mit dem Auto brauche ich ca. 20 bis 25 Minuten von meinem Wohnort aus. Also ich wohne direkt quasi fast an der Grenze. Und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Deutschland aus ist die Fontis super zu erreichen. Und ich muss auch mit dem Auto nicht noch groß irgendwie durch die Stadt fahren oder so. Ich fahre quasi von der Autobahn direkt auf den Parkplatz von der Fontis drauf, was wirklich super, super gut ist. Man steht auch von meinem Wohnort aus eigentlich nie im Stau. Also das ist auch ein großer Vorteil, wenn ihr vielleicht hier aus der Ecke kommt oder hier in die Ecke zieht für das Studium an der Fontis. Es gibt auch viele deutsche Studenten, die von weiter her kommen aus Deutschland, die dann aber zum Beispiel nach Kaldenkirchen ziehen, was auch direkt an der Grenze ist. Und von da aus braucht man vielleicht 10 Minuten maximal zur Fontis. Was mir persönlich auch total gut an der Fontis gefällt, ist, dass nicht so wie an vielen deutschen Hochschulen man irgendein Student an dieser Hochschule ist und mit hunderten Leuten in einem Hörsaal sitzt. Sondern bei uns ist es so, dass man in kleine Klassen aufgeteilt ist von, ich sage jetzt mal, plus minus 30 Leuten. Und ja, in diesen Klassen ist logischerweise natürlich dann alles viel persönlicher. Der Dozent kennt euch, der kennt eure Namen. Ihr könnt jederzeit dahin gehen und dem Fragen stellen. Die haben auch immer super viel Zeit für euch. Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand zurückbleibt. Ja, und durch diese kleinen Klassen ist halt, wie gesagt, alles viel, viel persönlicher. Und wir haben auch super viele Projektarbeiten, wo ich gleich noch drauf zurückkomme. Und ja, so lernt man sich einfach viel besser kennen. Und es ist eine super tolle Lernatmosphäre. Wie ich finde, ein super, super wichtiger Aspekt für das niederländische System ist, was in dem Deutschen leider nicht so ist, ist, dass in den Niederlanden einfach alles viel, viel praxisorientierter ist. Die Fontis treibt das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze, im positiven Sinne. Denn wirklich alles, was wir theoretisch in Vorlesungen etc. lernen, wird auch in Praxisprojekten angewendet. Das kommt dann immer von Studiengang zu Studiengang, ist es ein bisschen anders. Bei dem Studiengang International Business ist es zum Beispiel wirklich so, dass es jedes Semester ein großes Projekt gibt, wo dann all das theoretische Wissen angewendet wird. Bei mir im Marketing-Studiengang ist es dann zum Beispiel so, dass wir über das Semester verschiedene kleine Projekte haben. Zum Beispiel hatten wir einmal das Projekt E-Commerce, wo wir einen eigenen Online-Shop erstellt haben. Oder wir haben auch schon mit Firmen zusammengearbeitet und haben für die Marketingpläne erstellt. Also super, super viele verschiedene Sachen. Und so hat jeder Studiengang seinen eigenen Project-Based Learning Approach. Ja, das ist natürlich eine super, super Möglichkeit für das spätere Arbeitsleben, weil da macht man natürlich auch alles viel praktischer als theoretisch. Als ich zum Beispiel damals neben des Studiums angefangen habe zu arbeiten, ist es mir total leicht gefallen, in meine
Berufsfeld einzusteigen. Also ich hatte wirklich durch diese Projektarbeiten überhaupt keine Probleme, weil ich das einfach alles auch schon theoretisch vorher angewendet habe. Neben diesen ganzen praktischen Projekten schon während des Studiums haben wir dann auch noch zwei Praktika, also zwei Praxissemester. Sowohl im 5. als auch im 8. Semester macht man dann ein Praktikum. Und das ist natürlich eine super, super Chance, schon mal wirklich in das Berufsleben in der Branche reinzuschnuppern, erste Erfahrungen zu sammeln, abseits des Studiums. Und durch diese Praktika hat man natürlich später einen viel, viel einfacheren Einstieg in das richtige Berufsleben. Und es sieht natürlich auch gut aus, wenn man nicht nur ein theoretisches Studium in der Tasche hat, sondern auch schon zwei Semester wirklich in der Branche gearbeitet hat. Und zu guter Letzt, was man nicht vergessen darf, was, wie ich fand, eine super tolle praktische Erfahrung war, war die Startup Factory im 2. Jahr. Da war es so, dass man aus allen verschiedenen Studiengängen von dem Wirtschaftsbereich von der FIPS, also der Fondis International Business School, zusammengewürfelt wird und da an einem Projekt arbeitet, ein Jahr lang, ob es jetzt, also da gibt es verschiedene Bereiche, ob es jetzt was Soziales ist, man mit einer Firma zusammenarbeitet oder in meinem Fall zum Beispiel habe ich mich damals für die Startup Factory Entrepreneurship entschieden und da haben wir, wie gesagt, mit ich glaube, wir waren 5 oder 6 verschiedene Studenten aus verschiedenen Studiengängen ein Unternehmen gegründet und am Ende des Jahres von der Startup Factory waren wir dann so weit, dass wir quasi mit unserem Unternehmen, unseren Produkten hätten auf den Markt gehen können. Also wir hatten ein fertiges Produkt, einen Finanzierungsplan, einen Marketingplan und alles, was dazugehört. Und es war wie in einem echten Unternehmen. Wir hatten verschiedene Abteilungen durch die verschiedenen Studiengänge. Und es war tatsächlich wie, als würden wir wirklich ein Unternehmen gründen. Also wie gesagt, am Ende dieses Jahres waren wir so weit, dass wir das tatsächlich auf den realen Markt hätten bringen können. Und das war natürlich eine super Erfahrung, weil mehr Praxis geht natürlich nicht. Also wir haben alles selbst auf die Beine gestellt. Wir hatten nebenbei auch einen Coach, den hat man in den meisten Projekten. Und diese Coaches, die helfen einem, aber nicht in dem Sinne, dass sie euch alles vorgeben, sondern die geben euch Tipps. Also wenn ihr denen eine Frage stellt, dann kommt meistens eine Gegenfrage zurück. Und somit helfen die euch, ein bisschen das Ganze selbst zu erlernen, ohne euch alles vorzugeben. Und zu guter Letzt, was an der Fondis total schön ist, dass man eine tolle internationale Atmosphäre hat. Also natürlich, die Fondis Venlo liegt direkt an der deutschen Grenze und es sind auch sehr viele Deutsche da. Aber man darf nicht vergessen, dass es trotzdem ein Studium im Ausland ist. Auch die Niederländer haben schon eine andere Kultur als unsere deutsche Kultur. Allein das Essen. An der Fondis sind wirklich Menschen aus der ganzen Welt. Man lernt so viele Kulturen und Nationalitäten kennen. Es ist natürlich so, dass die Studiengänge nicht nur auf Niederländisch angeboten werden. Also das könnt ihr mal auf der Website von der Fondis Venlo nachgucken, welche Studiengänge in welcher Sprache angeboten werden. Das variiert so ein bisschen. Bei Marketing Management ist es aber so, dass der Studiengang auf allen drei Sprachen, also Deutsch, Niederländisch und Englisch, angeboten wird. Ich persönlich habe mich damals dazu entschieden, das Ganze auf Englisch zu machen. Und da ist es natürlich dann bei mir auch in der Klasse so, dass ich wirklich Leute aus aller Welt da habe, alle Kulturen und das ist super schön. Ich glaube auch, dass es ein toller Vorteil für das spätere Leben ist, weil man einfach schon mit vielen verschiedenen Kulturen gearbeitet hat. Und natürlich hat jede Kultur seine Unterschiede. Wir Deutschen sind ja zum Beispiel sehr pünktlich oder sogar sehr überpünktlich und das ist in vielen anderen Kulturen einfach nicht so. Damit muss man lernen, umzugehen. Und das lernt man an der Fonte. Aber selbst wenn man nicht auf Englisch studiert, kommt man natürlich auf dem Campus mit super vielen verschiedenen Nationalitäten in den Kontakt oder spätestens im 6. Semester, da kann man das Auslandssemester machen und da hat die Fontes wirklich Partnerhochschulen auf der ganzen Welt. Also in fast jedem Land haben wir eine Partnerhochschule und dann könnt ihr das Auslandssemester machen, wo immer ihr wollt. Selbst wenn es keine Partnerhochschule der Fontes ist, gibt es auch andere Möglichkeiten, notfalls als Freemover dahin zu gehen. Also ihr habt während des Studiums wirklich die Möglichkeit, die ganze Welt zu sehen. Auch das Praktikum könnt ihr in Ländern eurer Wahl machen, wo immer ihr möchtet. In manchen Studiengängen ist es zum Beispiel auch so, dass es eine Zwei-Länder-Regel gibt, dass man das Praktikum tatsächlich in zwei verschiedenen Ländern machen muss. Das ist in vielen Studiengängen nicht so. Wie gesagt, auch das variiert. Aber während eures Studiums könnt ihr euch wirklich die ganze Welt anschauen. So, das war es jetzt von meiner Seite.
Ich hoffe, ich konnte euch das Studium in den Niederlanden näher bringen und vor allem natürlich bei uns an der Fontis und hoffe natürlich, dass ich euch irgendwann alle bei uns auf dem Campus sehe. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare oder kontaktiert uns auch gerne, zum Beispiel über den Instagram-Kanal könnt ihr uns immer Fragen stellen oder schreibt an unser SSC und dann sehe ich euch beim nächsten Mal.